Hallo Leute, ich habe so eine ganz kleine Sache, die ich loswerden will. Nein, fangen wir mal anders an. Dragon Quest geht bald weiter. Ich habe bloß gerade keine Lust und warte auf Dragon Quest 5, den Save Game von Hikaru 24. War es Hikaru 24? Entschuldigung, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Mir geht gerade ziemlich viel durch den Kopf. Und dieses Video wird ein sehr interessantes, für mich jedenfalls, weil hier werde ich ihm was ansprechen. Erstens, warum ich das eigentlich mache. Ich habe gerade keine Lust zum Aufnehmen, so andere Sachen. Zweitens, man hat mich gezwungen, alle Twilight-Filme anzugucken. Wer das war, will ich nicht erwähnen, sonst kriege ich morgen noch einen auf den Dach. Also nachdem ich das Video hochgeladen habe. Das wäre nämlich nicht schön. Auf jeden Fall, es wird nicht nur um Twilight gehen, keine Sorge. Es hat mich bloß auf eine andere Sache gebracht. Ich musste mir alle Twilight-Filme angucken. Und dazu muss ich euch jetzt was sagen. Twilight ist schön. Ja, ist schön. Ist der beste Film aller Zeiten. Sind die ganzen Twilight-Fans jetzt weg, weil sie denken, jetzt ist es vorbei? Ja? Gut. Gut, dann kann ich jetzt frei reden. Twilight ist so, sagen wir mal so. Erstmal auf das Offensichtliche. Der Hauptprotagonist, dieser Vampir, von deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe, ist nicht schön. Er ist hässlich. Sag ich so offen. Die weibliche Hauptrolle, finde ich, kann kaum spielen. Da kann ich es besser. Wirklich, wer mich gesehen hat, ich kann wunderbar schauspielern. Nicht eingebildet klingen, das ist wirklich so. Was dann auch mir sehr aufgefallen ist, wozu wir jetzt auch zum Thema kommen. Ja, mit den ganzen, das ist kein Vampir, weil der schimmert und sich, bla bla. Das kann ich irgendwann mal anders erzählen. Obwohl, das hat sich eigentlich schon jeder darüber ausgelassen. Aber ich möchte jetzt auf was mich wirklich die ganzen Filme lang gestört hat. Die Romanze. Als wir uns die Filme angeguckt haben, habe ich gesagt, was ist das denn für ein Scheiß? Das ist nämlich. Ich hasse Twilight. Abgrundtief. Weil es macht mir meine Vampire kaputt, meine Werwölfe, weil das sind keine Werwölfe. Aber jetzt zur Sache, was eigentlich den Grund dieses Videos ist. Was auch den restliche Zeit, den Part einnehmen wird. Dieser Film hat ein gewaltiges Problem. Den das Dragon Ball auch hatte, aber auf eine ganz andere Weise. Und das auch nur bei einem Film. Nämlich der erste Film von Dragon Ball mit Broly. Weil da kann ich das nämlich gut ziehen zu dem, was ich jetzt sagen will. Weil Twilight nimmt genauso wie Dragon Ball einen Holzhammer und schlägt auf das Thema ein. Und zwar nimmt das bei Dragon Ball die Geschichte mit, die oft kommen auf die Erde, holen die auf den Planeten, kämpfen gegen Broly. Das ist mit einem Holzhammer draufgeschlagen. Es geht einfach zu schnell. Und genauso geht es bei Twilight mit der Romanze. Ganz ehrlich. Ehrlich. Das ist so, als würdet ihr so eine Plättchen-Romantik haben. So ein Plättchen. Und das passt nicht so ganz in die Schachtel mehr rein. Dann nehmt ihr einen Hammer und haut drauf. Und es ist halt zu viel, zu groß und man hätte schneiden können, man hätte so schöne Teile und in jedes kleine bisschen so dass was Schönes rauskommt. Aber nein, es soll genau da rein und ihr haut mit dem Hammer da drauf. Um es anders zu sagen, es ist vielleicht romantisch, aber es ist zu viel auf einmal. Wir müssen es so vorstellen, als würde man die Romantik alles auf einmal draufschieben. Vor allem, es geht nicht um die Charaktere. Es geht auch nicht um was die passiert. Es geht einfach nur darum, ich liebe dich. Ich liebe dich auch. Aber ich liebe auch den Werwolf. Ba, 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 ba. Ganz ehrlich. Ich bin sehr dafür, dass der neue Film von Twilight so endet. Ein Mann mit einer Schwa mit einem ganz roten Anzug. Mit zwei Kanonen taucht auf und ballert einfach alle nieder. Das war eine Anspielung auf Helsing. Auf jeden Fall, um es nochmal so zu sagen.
Ich bin ein großer Fan von Romantik. Ich liebe Romeo und Julia. Obwohl das Ende in manchen Versionen ziemlich merkwürdig ist. Ich habe mal einen Film gesehen, da war das sehr merkwürdig. Auf jeden Fall, Twilight könnte ein guter Film sein. Mit anderer Besetzung, nicht so extrem versucht, romantisch rüberzukommen, mit anderen Charakteren, eine andere Geschichte und so. Und was mir uns auch gefallen ist, als ich den Film ja gucken musste, und die zum ersten Mal dieser Werwolf und dieser Vampir und die Frau zusammen waren, ist mir was aufgefallen. Ich hätte auch Van Helsing gucken können. Ihr wisst schon, mit wo Van Helsing zum Werwolf wird und der Endkampf gegen Dracula als Vampir, Fledermaus. Es läuft doch dasselbe hinaus. Die wollen eine Frau, am Ende die Frau tot. Ich find's gut. Schönes Ende. Ja. Jetzt ist es aber Zeit, von diesem hohen Scheißross runterzukommen und mal zu etwas Positivem zu kommen. Und dafür werde ich jetzt auch noch Bilder einblenden dann. Ist es nämlich so, dass ich ein großer Fan von Romantik bin. Das erste könnt ihr euch selber ausmalen. Das müsste eigentlich jeder kennen. Romeo und Julia ist eine sehr schöne Sache. Ich kann es wirklich nur sagen. Romeo und Julia ist von der Anfang bis Ende gut. Die Romantik wird nicht mit einem Holzhammer durchgezogen. Nein, es wird ganz langsam und es gibt immer Probleme, die sie überwinden müssen. Die Familien hassen sich, doch ihre Liebe ist stark genug, um das zu überwinden. Es ist einfach schön. Und am Ende gibt es auch noch ein tragisches Ende, denn ihre Liebe war so stark, dass sie sogar den Tod gewählt haben, damit sie ewig zusammenbleiben. Und sagen wir mal so, bei Twilight, der nennt sich selber, er ist ein Killer. Trinkt aber kein Menschenblut. Tötet keinen Menschen. Ganz ehrlich, das ist einer der ersten Filme, wo ich sagen würde, dass der Hauptcharakter sofort sterben soll. Okay. Jetzt reizt aber mit Twilight ab. Jetzt werde ich versuchen, so wenig auf Twilight zurückzugreifen, wie es geht. Jetzt sind wir bei Romeo und Julia gewesen. Romeo und Julia kennt ja jeder. Es ist schön gewesen. Obwohl man eigentlich erst später erkennt, zum Beispiel als Kind habe ich es mir auch mal angeguckt und ich fand es irgendwie dämlich, weil die, warum töten die sich denn und so alles? Das versteht man erst nach den Jahren. Ja. Dann hätten wir Romeo und Julia jetzt abgeschlossen. Das ist ziemlich kurz, weil was soll ich darüber jetzt schon erzählen? Jetzt werde ich mal kurz pausieren, um euch ein Bild für das nächste Thema zu geben, weil es wird das gleiche Thema bleiben, aber ich will euch ein Bild dazu zeigen, was ich denn meine. Bis gleich. Wartet, bis gleich. Okay, wenn ich euch jetzt mal zwei meiner Lieblingscharaktere vorstellen darf. Das Mädchen da unten mit den blonden Haaren ist Seras Victoria. Das ist eine junge Vampirin, die von Alucard ein Anagramm für Dracula zu einem Vampir gemacht wurde. Früher war sie Polizistin. Aber wenn ihr das wissen wollt, guckt euch einfach den Anime an. Also die OVAs von Helsing. Da oben seht ihr wahrscheinlich den coolsten Kerl, den ich kenne. Aus Animes. Abgesehen von Dante. Und Alucard selbst und ein paar anderen Charakteren. Auf jeden Fall ist er ein sehr sympathisch. Ja. Dieser Kerl ist Pip Bernadotte. Ich glaube, Franzose, oder? War der Franzose? Wenn ich jetzt falsch liege, korrigiert mich bitte nicht. Ich werde es bis dahin schon selber wissen, für die Leute, die das Anime kennen. Ja. Und ich werde natürlich jetzt nicht jeden Anime, den ich kenne, mit schöner Romanze aufzählen, weil ich werde einfach meine schönsten Romanzen, das eigentlich nur drei sind, aufzählen gleich. Da kommen noch zwei. Ja. Diese beiden haben eine, für mich zu sagen, schöne Romanze als bei Twilight. Und zwar, es ist im Krieg, die beiden finden trotzdem Zeit, sich näher zu kommen, und Seras bringt es sogar fertig, Pip das Blut auszusaugen. Jetzt denkt man natürlich, was soll das heißen, Blut aussaugen, das ist doch was Schlechtes, ist doch total unromantisch. Das ist es nicht. Der Grund ist nämlich, falls ich jetzt Spoiler, das ist doch sowieso kein Spoiler, fast jeder kennt diese Szene, wer Helsing kennt, weil das einfach eine der geilsten Szenen ist. Pip rettet Seras
vor Sorin Blitz eine Mutanten-Vampir-Tussi, die Mann, Frau, irgendwas. Keine Ahnung. Im Manga ist es ein Mann, im Anime ist es eine Frau. Spricht doch eine Frau. Sollte aber ein Mann sein. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird Seras den linken Arm, glaube ich, und die Augen rausgeschnitten mit ihrer Sense. Sie ist schwer verletzt, blutet stark, kann sich nicht bewegen. Sorin will ihr gerade den Todesstoß geben, da kommt Pip an und schießt sie in die Brust. Vampir können nicht so leicht sterben, also geht sie einfach nur ein paar Schritte zurück. Pip versucht Seras aufzuhelfen, nimmt sie auf die Schulter. Da wird er allerdings von einem überlebenden Nazi-Vampir. Ja, meine ich wortwörtlich. Das ist wirklich ein Nazi-Vampir. Unglaublich cool. Also nicht Nazi, sondern einfach die Idee. Müsst ihr euch angucken, das Ding ist super. Also Ultimate. Und wird in den Rücken geschossen. Das kann niemand überleben. Kein normaler Mensch. Und der Hut hat auch noch eine zentrale Rolle. Aber das müsst ihr euch selber angucken. Auf jeden Fall fällt Pip natürlich tot um. Seras merkt nur, sie ist blind natürlich, dass er nicht mehr am Leben ist. Und sagen wir mal so, Sorin tut einen sehr großen Fehler. Seras und Pip sind sich über die Zeit sehr nahe gekommen. Da sind es, glaube ich, 4 Monate, 3 Monate, Wochen, keine Ahnung, sehr nahe gekommen. Sie haben wirklich eine schöne Beziehung aufgebaut und nicht mit einem Hammer draufgehauen dabei, sondern schön langsam. Es hat sich angefühlt, als wäre es real. Und nochmal zur Erinnerung, der Kerl ist ein Mensch und Seras ist ein Vampir. Die aber, jetzt kommt's nämlich, noch nie menschliches Blut getrunken hat. Sie musste sich immer überwinden. Und ich glaube, sie hat bisher eigentlich nur auf Zwang Blut getrunken. Und das auch wirklich nur, als sie total kaputt war. Und also, wenn ihr Energie weg war. Total, kann ich ja. Und in der Szene jedoch sagt Sorin, beleidigt sie Pip als Kakerlake, als Insekt, als nichts lebenswertes Wesen. Und sagen wir mal so, Seras tut das, was ich für mich wirklich unglaublich cool fand. Seras beißt Pip in den Hals und trinkt sein Blut. Jetzt muss man wissen, wenn ein Vampir Blut trinkt von einem Menschen, wird die Seele mit aufgenommen. Und nun kommen wir zu einem interessanten Teil. Seras saugt das ganze Blut aus Pip aus und damit könnte sie sich vollständig heilen. Ihre Augen auf jeden Fall, aber das mit dem Arm weiß ich nicht so. Auf jeden Fall bekommt sie so einen Schattenarm, so ähnlich, so bläh. Schleimig, so schrauchmäßig, tödlich und so. Jedoch, schaut euch an, Pip hat nur ein Auge, das andere ist mit einer Augenklappe. So ist es mit Seras. Seras regeneriert ein Auge. Nur ein Auge. Das kann man jetzt natürlich denken, ja und, das hat auch nichts damit zu tun. Ich sag dazu aber, das hat was damit zu tun. Denn, jetzt kommt's. Seras sagt, bevor sie sich auf den Angriff gegen Sorin vorbereitet, nun schlaf in Frieden, Bernadotte, General Bernadotte oder Sir Bernadotte oder, keine Ahnung, Captain Bernadotte war's. Das war's. Und, ja, Sorin hat die Macht, in die Gedanken von Personen hineinzugehen und sie von dort aus anzugreifen und Illusionen zu erzeugen. Das hat sie auch bei Seras geschafft damals, bevor sie die Seele von Pip in sich hat. Und nun kommt die Sache. Sorin schafft es nochmal in ihre Gedanken einzudringen, doch dieses Mal sieht sie die Erinnerung von Pip. Jetzt ist es die Sache, selbst wenn sie nicht, also selbst wenn sie jetzt mehrere Seelen in sich drinne hätte, könnte Sorin immer noch auf ihre Gedanken zugreifen. Könnte sie. Doch da kommt Pip ins Spiel. Denn Pip ist einfach ein zu großer Teil von ihr, von Persönlichkeit und so, sodass er sie immer noch schützt, obwohl er nur noch der Geist in ihr ist. Und so schafft sie es, aus ihm herauszukommen. Natürlich kommt da noch ein Auftritt vom witzigsten Charakter aus ganz Helsing, nämlich Schrödinger, aber das müsst ihr euch selber angucken. Und ja, dann
steht Seras auf, packt Sorin am Kopf, im Gesicht und reibt sie an der Wand, bis nichts mehr übrig ist und dann verbrennt sie. Ja, allgemein finde ich, das ist einer meiner absoluten Lieblingsszenen. Okay, ich muss jetzt das nächste Bild suchen und wir sehen uns gleich wieder. Jetzt muss ich gucken, wie ich das denn... Nein, nein, da. Chrono Crusade, ihr habt gerade ein paar Bilder gesehen, weil ich kann das nicht einfach so wegschalten. Ja. Chrono Crusade ist für mich ist es... Es ist der wunderschönste, zweitwunderschönste Anime-Romanze, die ich gesehen habe. Um es mal zu erklären, der Gute rechts, das ist der Chrono. Er ist ein Teufel. Links ist Rosette, ein Mensch. Und was sie um den Hals hat, ist ein Paktobjekt. Wenn ein Mensch einen Pakt mit einem Dämon eingeht, der keine Hörner mehr hat, kann er sich in seine wahre Form Teufel. Teufel. Merken. Das sind keine Dämonen, das sind Teufel. Wenn sie das benutzt, wird ihre Lebenszeit verkürzt, damit er sich verwandeln kann in seine wahre Form. Ja, das ist der Grund für wahrscheinlich die schönste Szene, die es gibt. Weil Chrono im letzten Kampf gegen seinen Erzfreund Arion, müsst ihr euch den Anime selber angucken, den Namen weiß ich nicht mehr, nicht sterben durfte, für Rosette jedenfalls. Rosette aktiviert, obwohl es Chrono nicht will, obwohl er es die ganze Zeit von ihr flanken könnte, will er nicht, dass sie es benutzt, denn damit würde sie ihre Lebenszeit verkürzen, für jede Minute. Und sagen wir mal so, sie benutzt es doch für die letzte Schlacht. Chrono kann seinen Feind besiegen, rettet so damit beide. Jedoch hat es beide Schaden zugefügt. Chrono hat schwere Wunden bekommen und ja, ist halt nicht mehr so stark wie vorher. Und Rosette hat sehr viel ihre Lebenszeit verloren. Ja, und dann kommen wir zur wahrscheinlich schönsten Szene, die es gibt in diesem Anime. Am Ende sehen wir Rosette und Chrono. Chrono kommt gerade aus dem Haus raus und setzt sich zu Rosette auf die Bank. So eine Bankschaukel. Total. Die Sonne geht unter und man weiß, es ist die letzte Szene im Anime. Es fühlt sich einfach so warm und gleichzeitig so traurig an. Doch dann halten sie sich beide die Hände und sehen in den Sonnenuntergang. Und reden dann noch, glaube ich. Aber ich weiß nicht mehr was. Es ist einfach so schön aufgezogen. Am Ende kommen doch noch Rosettes Gefühle alle raus. Sie weint und stützt sich an Chrono. Sie weint sich die Augen aus und Chrono hält sie. Und bleibt die ganze Zeit bei ihr. Obwohl, das muss man sagen, wenn Chrono sich jetzt zum Beispiel aufgemacht hätte und hätte sich irgendeine andere Tussi oder irgendeinen Kerl gesucht, der einfach nur Macht haben wollte oder irgend sowas und ihn einfach einen Pakt vorgeschlagen, hätte er überlebt. Hatte er aber nicht. Denn am Ende der Serie, am Ende des Animes, sterben Rosette und Chrono im Arm, in Arm. Nein, nicht Arm, sondern Händchen haltend. Und jetzt kann man denken, natürlich, Händchen ist nicht so eng, aber wenn man die ganzen Anime gesehen hat, dann merkt man, was für ein Gefühl die beiden sich gegenseitig gegeben haben. Und das muss man sich erstmal überlegen. Chrono ist ein Teufel. Und vielleicht soll ich das erwähnen, Rosette ist die Inkarnation von Maria, die Stigmata ihren Körper bekam. Also Malzeichen von Jesus, wo er gekreuzigt wurde. Wo die Dornenkrone war, die ganzen Löcher, in den Händen, an den Füßen. Und ihr Blut, deswegen wollte der andere Teufel auch ihre Macht, kann Dämonen töten. Und kann Menschen Schaden zufügen, weil sie ja die Existenz eines Gottes, nicht Gottes, sie ist einfach die Existenz des Guten eigentlich. Ja. Und es ist einfach so wunderschön gemacht. Und ja, ich gucke mir den Anime heute noch gerne an. Und ich kann es immer noch nicht schaffen. Ich schaff's immer noch nicht, beim Ende, wenn ich den ganzen Anime geguckt habe, das Ende nicht zu weinen. Wirklich nur empfehlenswert.
Mal gucken, kommen wir auch zum richtigen jetzt? Ja. Warte, da stelle ich es nochmal richtig hin, so dass man es wenigstens richtig sieht, die beiden. So. Da versuchte ich, das, was ich gerade gesehen habe, waren ein paar kleinere Versuche bei einem RPG-Maker-Projekt, was ich mal probiert habe, selber mal was zu machen. Hat nicht geklappt. Nein, ich werde euch das Spiel nie zeigen. Ich habe es gelöscht. Das Spiel ist so schlecht geworden. Ich komme nicht mit diesem Zeug. Ich komme mit diesem Zeug nicht klar. Mit Teleportation und so alles. Bah, kann ich nicht. Aber wieder zurück zum Thema. Diese beiden, die ihr hier seht, sind Oreka links und Randon. Und sagen wir mal so: Diese Anime hat es mir echt angetan. Durch Eureka 7, wie der Anime heißt, habe ich einen neuen, sagen wir mal, Weg gefunden, eine romantische Stelle in etwas einzubauen. Und damit, sagen wir mal so, für mich hat ein ganzer Satz mir, nein, das hat eigentlich eine Bedeutung. Und zwar, The Summer of Love. Ihr müsst nämlich eine Sache wissen. Eureka ist kein Mensch. Sie ist eine außerirdische Rasse, die auf der Erde dafür sorgt, dass der Lebens... sagen wir so, auf der Erde kann eine bestimmte Anzahl von Leben existieren. Wenn die überschritten ist, die Lebensgrenze, weg. Und Eureka gehört zu dieser Rasse. Und Randon, also Randon hier rechts, hat sie von der ersten Sekunde in sie verliebt. Anfangs ist sie total so stereotypisch, so robotermäßig, zeigt keine Gefühle, hat aber auch Kinder adoptiert. Vorher war sie nämlich eine Waffe. Und die Nirwasch ist ein Roboter, in dem sie kämpft und so. Und es ist einfach. Jetzt denkt man natürlich, oh, ist ja nur so ein Kampfzeug und so. Ja, es ist es auch. Aber es ist einfach. Es hat eine gute Balance gefunden. Zum Beispiel, die Kinder, die sie hat, das sind natürlich ihre eigenen, weil sie noch zu jung dafür wäre, hat sie adoptiert und die nennen sie Mama. Und wenn ihr dann das, den ganzen Anime gesehen habt und ihr merkt langsam, dass die Kinder Randon akzeptieren und was Randon alles für Eureka macht, und wenn ihr zum Beispiel das Fußballspiel seht, um über eine Barriere zu kommen, die existiert, wo nur, ich weiß nicht, wie das heißt, drüber kommen, und dann seht, wie die beiden auf eine Person, ich weiß nicht mehr, wie der Kerl heißt, auf jeden Fall der Anführer, mit den Füßen drauf stehen und den Ball nach oben springen, beide gleichzeitig, und dann beide gleichzeitig mit ihm nach ihm den Ball treten. Die Kuh, der Ball fliegt direkt ins Tor und durchfliegt das Tor. Oh, das ist einfach wundervoll. Und wenn man sie sieht, wie sie, wie die beiden auf so einem besonderen Board, weil da gibt es Boards, mit dem man fliegen kann, zusammenstehen und dann der Sonnenuntergang. Und das Bild, was das wieder den, wie der Fotograf von der Crew es genannt hat, finde ich einfach. Ja, ich habe es eigentlich schon genannt, wie das Bild hieß. Summer of Love. Das gab schon mal Summer of Love in dieser Geschichte, in diesem Spiel, in diesem Anime. Aber sagen wir so, das Ende dieses Animes ist wow. Es bringt einfach so viel auf einmal. Randon beweist sich selbst, er wird, anfangs ist er einfach nur so ein Junge, der einfach das Abenteuer sucht. Dann findet er die Liebe seines Lebens, muss sie beschützen, die Klasse aber keinen Schutz braucht, und er muss sich immer mehr mit ihr einigen, und irgendwann kämpfen die dann beide in der Nirwasch zusammen, der Kampf wird immer effektiver, und das wird einfach wow. Da sind wir beim Kämpfen. Und Randon wird immer erwachsener. Er lernt, seine Taten haben Auswirkungen auf die Welt. Und er erfährt immer mehr über die Welt und über Eureka und über seinen Vater, der Eureka auch schon kannte. Und eine interessante Szene war im Anime, wo Randon was über Familie gesagt hat. Und er kommt zu einer sehr interessanten Szene, weil Eureka will mit Randon eine Familie gründen. Allerdings kommt das dann alles so extrem merkwürdig. Wir sind eine Familie, und dann denken natürlich so die, er will mit ihr, pff, ihr wisst schon. Das wird einfach, das ist einfach eine witzige Szene. Aber am Ende kommt eine Stelle, wo ich wirklich sage,
diese Szene ist wahrscheinlich so unglaublich bedeutsam. Im ganzen Anime nie haben die Kinder Randon Papa genannt. Aber in der letzten Folge, wo er Eureka rettet und damit die ganze Welt auch, indem er die Nirvash besteigt, also in die Nirvash steigt, alleine, um die Frau zu retten, die er liebt, gegen eine Horde von tausenden anderen Gegnern, die Ende der Welt eigentlich vorhersehen wollen, also die wollen das Ende der Welt und so, er alleine in der Nirvash und plötzlich, er hat natürlich nicht genug Energie, weil nur Eureka kriegt das Ding eigentlich richtig zum Laufen. Und dann verwandelt sich die Nirvash und wow, es ist einfach dann so unglaublich. Aber unglaublicher ist es immer noch, dass die Kinder Randon Papa nennen. Weil das haben sie nie getan. Und jetzt kann er natürlich alles sagen und so, aber es ist einfach so unglaublich wertvoll für die Atmosphäre, wenn über die ganze Geschichte lang die Kinder Randon nicht akzeptiert haben und sie eigentlich nie wollten, dass ihre Mama, Eureka, einen Mann hat, so. Und dann am Ende noch von den Kindern zu hören, Papa, rette Mama! Das ist... wow! Und ich sag's euch, das Wundervollste ist, wenn sie am Ende, kurz vorm Ende des ganzen Animes, kurz vorm Ende, also in den letzten paar, ich glaube, 4, 3 Minuten, 5 Minuten, küssen sich Eureka und Randon. Alles in so einem Regenbogen erscheint. Sie sehen die Nirvash, wie sie sich dann auflöst und die Welt bekommt einen Regenbogen. The real summer of love. Und dann ganz am Ende sieht man Randons Großvater mit den 3 Kindern. Wie sie eine Familie sind, gehen sie noch ein Burger essen und warten natürlich auf die Heimkehr ihrer Eltern. Ihr versteht, Randon und so. Und dann ganz am Ende, in den letzten 5 Sekunden, sieht man einen grünen Punkt und einen roten Punkt. Wenn man die Serie gesehen hat, weiß man, Eureka wird immer als grünen Punkt auf so ein Radar gezeigt. Randon als roter. Und das ist einfach wow. Ihr könnt mich jetzt für total bekloppt halten, dass ich das Video gemacht habe, aber wenn ich mir so überlege, was sie bei Twilight gemacht haben und wenn es so anguckt, was das hier ist, oder Eurekas, oder Chrono Crusade, es gibt so wunderschöne Romanzen, da muss man alles so kaputt machen. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, guckt euch diese Animes an. Oder lies die Mangas. Die Mangas kann ich nicht lesen, weil ich keine deutsche Version gefunden habe. Ich habe nichts mit englischen Versionen, aber an manchen Stellen, die muss ich einfach auf Deutsch lesen, weil die Bedeutung kriege ich zwar auch irgendwann raus, aber ihr versteht schon, Deutscher will natürlich seine Heimatsprache lesen. Weil zum Beispiel Real Summer of Love könnte ich natürlich auch, aber dann gibt es auch noch riesen, so einen wichtigen Dialog, den kann ich nicht vollständig verstehen. Ich habe es versucht. Chrono Crusade gibt es, glaube ich, auf Deutsch. Ich könnte natürlich auch noch auf Black Cat übergehen und so alles, aber das soll reichen. Wenn ihr mehr haben wollt, könnt ihr mir sagen. Und bitte kommentiert. Das will ich nämlich auch mal kurz sagen. Kommentare sind das, für das wir Let's Player leben eigentlich. Na gut, das nicht direkt leben, aber es freut uns, wenn wir Kommentare haben. Gute Kommentare und nicht dieses erste und das andere Choice. Sondern die Kommentare. Wenn ihr noch was dazu tragen wollt, zum Beispiel eure Lieblingsromanze in Animes, Spielen und so, und jetzt werde ich mal ein bisschen Unruhe schaffen. Ich habe Final Fantasy 7 gespielt, durch. Ich habe Eris nie benutzt. Ich mag Eris nicht. Ich kann es nämlich nicht verstehen, warum man jemanden trainieren soll, den man am Ende nicht mal benutzen braucht. Und nicht benutzen kann. Ich verstehe es nicht. Genauso wie bei Sodeki, da benutzt man auch Ramen, nur einen Charakter, die anderen braucht man nicht mehr. Egal. Zum Abschluss möchte ich nur noch eine Sache sagen. Die Leute, die Twilight mögen, tut's halt. Ich kann damit nichts anfangen. Ich hasse Twilight. Ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr mir die Leute, die jetzt das jetzt gucken und total Twilight-Fans sind, sagen, wir haten dich jetzt, wir hassen dich, du bist scheiße. Ist es mir egal.
wenn ihr nicht akzeptieren könnt, dass es meine Meinung ist und es halt so ist, weil ich sage nur, wie ich es empfunden habe. Wenn die mir jetzt direkt sagen können, dass es nicht so ist und dass ich da irgendwas dabei falsch verstanden habe, dann okay. Aber ich finde, bei Twilight haben die einfach mit dem Holzhammer draufgehauen und versuchen, so viel romantische Sachen reinzubringen. Es geht mir bei der Nase raus. Eureka 7 hat viel Romantik. Sehr viel. Es geht eigentlich nur die beiden, die meiste Zeit um die beiden. Aber wie es gemacht ist, ist einfach unglaublich. Es ist wunderschön. Wunderschön. Und nochmal zu sagen, um eine kleine Sache zu erwähnen. Eureka wird über die Zeit des Animes auch ziemlich mutieren. Das heißt, Ren liebt sie aber immer noch. Denn er liebt Eureka von Herzen. Was glaubt ihr? Würde Bella, oder wie die Tussi heißt, den Vampir auch noch lieben, wenn er nicht so aussehen würde? Würde sie ihn immer noch lieben, wenn er nicht so unglaublich wäre? Würde sie ihn lieben, wenn er sie nicht gerettet hätte? Hä? Stellt euch mal diese Frage. Liebe aus Zwang, wenn du dich schuldig fühlst, oder Liebe aus wahren Gefühlen? Das stelle ich euch erstmal die Frage. Okay, bevor ich mich jetzt hier noch weiter um Kopf und Kragen rede, verabschiede ich mich. Verdammt, welche Tasse war das? Machen die? Okay, tschüss, wenn es klappt.